Einem Schweizer Uhrmacher und seinem Team ist es gelungen, die schnellste Uhr der Welt zu konstruieren. Das sogenannte Highspeed Uerli 3000 schafft eine Stunde in nur 36 Minuten und 54 Sekunden. Damit wird der bisherige Rekordhalter in seine Schranken verwiesen. Die weißrussische Hochgeschwindigkeitsuhr Belaruskije Sverskorostne Chassi, deren Name übersetzt in etwa bedeutet weißrussische Hochgeschwindigkeitsuhr, braucht ganze 4 Minuten länger. Geschafft haben das die Schweizer Experten, indem sie auf Leichtbauteile aus der Raumfahrt setzten und außerdem auf unnötigen Ballast wie einen Sekundenzeiger verzichteten. Die breite Masse der Verbraucher ist allerdings derzeit noch nicht bereit, auf teure Hochgeschwindigkeitsuhren umzusteigen. Die Uhrmacher wollen in erster Linie zeigen, was technisch möglich ist.